Hallo, schön, dass ihr da seid. Nahtlos an dieser Stelle hier weiter. Was heißt nahtlos? Ich habe tatsächlich eine Nacht drüber geschlafen. Der Plan steht aber weiterhin. Ich will da drüben in dieses Nebeltor schreiten. Moment, da steht kein Bogenschütze mehr drauf. Und die Leiter ist unten, die Brücke ist unten, so wie ich es mir erhofft hatte. Das ist gut. So, der Bogenschütze nervt jetzt erstmal nicht mehr. Wer weiß, wo er hin ist. So, da kommen die nächsten zwei Boys. Kacke. Yep. Okay. Dennis haben wir ja schon das zweite Mal besiegt. Zum Glück. Ja, wieder halbes Leben. Ich könnte mal schauen, ob ich nicht eventuell ein bisschen was Schwereres anziehen kann. Okay, ja. Ach, da kommt schon einer. Muss mich kurz dran gewöhnen, wie die. Aha. Das trifft mich. Und das kann raus. Und das kann auch erstmal raus. So. Schauen wir mal, was die Handschuhe machen. Oh, nee, okay, geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Ja, minimal weniger Schaden, aber letztendlich bringt's nicht so viel. Kommst du bitte runter? Ich höre einen hinter mir. Warum höre ich einen hinter mir? Wo kommst du her? Es geht schon wieder mit den nächsten Gegnern los, die auf einen zuzubbeln. Ach ja. Bin ich plötzlich vor dir. Hey, wir haben ihn schon 12 Mal gekillt hier in der Mitte. Alles klar, let's go. Oder 14 oder 15 Mal, wie auch immer. So, welcher Boy kommt denn jetzt hier? Hier steht doch keiner. Ach, er. Er ist der Kollege, der da noch von hinten kommt. Komm. Oh. Okay, diesmal kommst du einfach runter. Ist okay. Nehme ich. Oben 6000 Seelen verloren, leider. Ist er jetzt runtergehüpft? Wahrscheinlich, ne? Und kommt gleich von hier. Hi. Was hast du für mich? Ach, drei Eisengroßpfeile. Vielen Dank. Die Gegner kann man hier auch echt schlecht erkennen, ne? Oh, hi. Guten Tag. Wie geht es Ihnen heute? Ich habe gehört, Sie haben Zahnschmerzen. Da kann ich Abhilfe schaffen. Habe ich den Bogenschützen? Ne, jetzt steht er da. Ha. Oh, oh, verdammte Axt. Ha.
den Pfeil wunderbar fliegen sehen. Wieso waren die alle tot vorhin? Da drüben war kein einziger. Ich muss mal ganz kurz Abstand nehmen. Kommen Sie. Kommen Sie in mein bescheidenes Heim. Ist der jetzt noch da draußen? Oder ist er weggerannt? Oh, yes. Ich habe einen Schaden bekommen gerade. Ich habe gerade Schaden bekommen. Okay. Kann ich den Bogenschützen da drüben irgendwie zu mir triggern, dass er kommt? Hallo. Und schon haben wir wieder 6000 Seelen am Start. Ein bisschen Angst vor dem Pfeil, der da gleich kommt. Kam nicht. Okay. Ja, Kollege, das Problem ist, wenn ich jetzt zu dir komme, kommt dein Kumpel. Oh oh. Und dein Kumpel. Du kannst durch deinen Kumpel durchschießen. Das ist nicht so geil. So. 7000. Ach, und du bist ein Bogenschütze da drüben. Ja, klar. Oh nein, wo kommt er? Zwei hinter mir? No. Oh. Ärgerlich. 7000 Seelen, die da jetzt liegen. Die würde ich schon gerne mitnehmen. Deswegen. Schauen wir mal, wie viele Menschenbilder ich habe. Drei Stück. Ich nehme eins. Und damit können wir ein bisschen spielen. Hoffe ich. Ich bin echt schon häufig jetzt hier reingerannt, ne? So langsam müsste auch der Bogenschütze da oben mal hinüber sein. Ja, ich glaube, er steht schon gar nicht mehr dort. Es sieht so aus, als hätte ich den Bogenschützen erlegt. Ah, nee, hi. Grüß dich. Oh oh. So, das waren die drei Boys, die hier zu finden waren, aber ich gucke sicherheitshalber doch nochmal nach oben. Hallo?
Noch jemand, der sich irgendwo durch Wände leckt oder plötzlich hinter mir steht? Sieht nicht so aus. Oh, hi. Nicht so cool. Nicht so cool, dass er mich da getroffen hat. So, Herr Bogenschütze, könnten Sie das bitte unterlassen? Ach ja, der Zubler. Der Zubler ist am Start. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Warte mal kurz. Lass uns das hier drinnen austragen. Kommt hier noch einer? Fuck. Dein Kumpel ist ein Drecksack da auf der Brücke. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, der nächste. No! Yep. Boch. Ein bisschen viel Leben jetzt schon verloren. So, und dann kommen irgendwo von rechts nochmal zwei. Ah ja, guck mal, hi. Mit euch. Oh, ich meinte, nein, ich bin so ein Depp. Oh. Wollte einfach nach hinten eigentlich. Und hab nach links gedrückt. Oh, nein. Schön von der Brücke runtergesprungen. Oh, jetzt haben sich die... Ich habe die ganze Zeit schon auf dem Weg dahin überlegt, was ich jetzt mit den ganzen Seelen anfange. Komme ich da hinten an diesen Gegenstand ran? Oh, das ist doch nur ein Prank, oder? Dieser Gegenstand, der da liegt, ist doch nur ein Prank. Was habe ich denn für Ringe? Habe ich irgendwas Cooles, Neues bekommen? Nee, ne? Nicht so wirklich. Gut, Bogenschütze ist weg. Warum? Wo kommt der Typ? Wo kommt jetzt er auf? Hä? Hä? Was ist? Es ist super seltsam. Ich glaube... Hä? Okay. Oh, shit. Yep. Danke.
Der Bogenschütze dürfte eigentlich auch nicht mehr allzu lange da hinten stehen. Dem habe ich schon oft genug eine mitgegeben. Ja, wobei, nee, nicht so oft. Den Boys, die hier ankommen, öfter. Hier würden sich easy Seelen farmen lassen. War das jetzt der... Jetzt steht er da. Hi. Bin ich absolut einverstanden mit. Von mir aus könntet ihr immer so kommen, aber das macht ihr natürlich nicht. Na bitte. So, jetzt können wir uns, glaube ich, in aller Ruhe um den Bogenschützen hier kümmern. Okay. So, ein Bazi. Oh, scheiße. Da steht noch einer. Vielleicht hat der mich gerade getroffen gehabt. Ja, kurz saufen. Wow, was hast du für ein Schwert? Puh, okay. Miese Ecke hier. Miese Ecke hier. Gut, jetzt habe ich nur noch zwei Flakons und schleppe 20.000 Seelen mit mir rum. Da oben ist nochmal so ein Apparat. Da kann ich rüberhüpfen. Aber wo komme ich raus, wenn ich da rüberhüpfe? Boah. Schwierig. Ich guck hier rein jetzt. Ich guck hier rein. 20.000 Seelen. Egal. Let's go. Hi, wer bist du? Oh Gott. Aua. Wow, und noch einen zweiten Damage hinterher. Ja klar, warum denn auch nicht? Ach so. Dein Schlag kommt erst viel später und der trifft. Und der eine trifft natürlich. Oh oh. Uff. Okay. Boah. Ich habe ihn aus dem Fokus verloren, warum auch immer. Mann. Warum das ein Hit ist, weiß ich nicht. Ach, das ist... Eieiei. Gut. Okay. Alles klar, ich weiß, was mich dort erwartet. Ich habe so eine dumpfe Vermutung, dass ich da ein bisschen den Treppenübergang gecheased habe.
Ach, guck mal, der Bogenschütze steht da oben ja doch noch. Aber sein Kumpel ist weg, oder? Ja, sein Kumpel scheint weg zu sein. Oder hast du dich jetzt hier wieder irgendwo versteckt? Nee. Er schießt durch Wände durch. Oder er versucht durch Wände durchzuschießen. Er hat nicht durchgeschossen. Wie sieht's denn mit dir aus? Bist du auch noch da? Ja. Komm mal her. Oh. Stehe ich natürlich so, dass der Bogenschütze mich treffen kann. Ja, du stehst da jetzt doof. Von da aus kommst du nicht mehr zu mir. Und ich nicht zu dir. Ja, dann lassen wir das. So, jetzt habe ich natürlich... Genau, den von hinten, der mir hier in den Rücken schießt, wenn ich den einen angreife. Ist minimal ungeschickt. Ich meine, da muss ich mich leichter anziehen. Reicht das schon? Nee. Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich sollte vielleicht ein bisschen Feuer ab. Vielleicht gucke ich mal nach Feuerabwehr. Feuer dort ist aber schwerer. Feuer ist gleich schwer. Feuer ist wesentlich leichter. Immer noch nicht genug. Die ist noch relativ schwer. Feuer. Die hat mehr. Bringt leider. Mehr Gewicht mit, die hat mehr und da ist viel Feuerabwehr drauf. Ja, okay, passt.
Explodiert der eigentlich? Macht das Schaden? Oder kann ich ihn da... Kann ich ihn da hart hitten? Aua! Mistsack. Ach komm, ey. Verdammt, aber... Gut, okay, passt. Ist, so, glaube ich, machbar. Ist so machbar. Na, dann haben wir jetzt einen Plan. Laufen wir ein paar Mal in den Rhein. Laufen wir ein paar Mal in den Rhein. Der nächste Boss ist am Start. So. Haben wir hier jetzt schon alle so oft gekillt, echt? Alle weg. Du bist noch da. Dürfte auch nicht mehr allzu oft jetzt hier sein. Das klang gerade, als würde der von hinten kommen. Voll mies. Ah, ich wollte ausweichen. Ich habe gewusst, dass ihm die Zeit reicht für den Hit. Nee, warte mal. Machen wir mal ein bisschen anders jetzt hier. Muss nochmal zurücklaufen. Wir tragen das hier hinten aus. Oh, hi. Welcher auch immer das ist. Ah, der von auf der anderen Seite von der Brücke. Wollte. Es hat aber nicht geklappt. Da kommen die anderen beiden. Also, wir kriegen einen Hit von hinten. Von dem Kollegen da drüben. Loot? Nee. Komm, setz noch mal an. Nee, 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 Freundchen. Ha. Da kann ich auch gerade zwei schlucken, bevor ich da reingehe. Gut, gut. Warum auch immer.
Warum auch immer der Schlag trifft, ey, das ist ätzend. Pff, keine Ahnung. Ich durfte nicht mal ausweichen. Ich klemmte zwischen seinem Bein und seinem Schwert fest, währenddem ich die Rolle gemacht habe. Der eine Hit ist komisch, wenn er den normalen Schwung nach vorne macht. Ich eigentlich unter seinem Schwert bin. Seltsam. Äußerst seltsam. So, bist du jetzt noch am Leben? Ja, immer noch. Komm. Zubbel dich zu mir. Oh, hi. Ja. Mein Fehler gewesen an der Stelle, dass ich da Schaden bekommen habe. Passiert. Wie Tomaten. Oh oh. Irgendwann musste er mal treffen. Du Bogenboy. Irgendwann musste er ja mal treffen. Oh, ah ja, die anderen beiden. Oh, wie ich das hasse, dass er den nicht anvisiert. Ist da jetzt einer runtergefallen von euch? Ist wieder einer runtergefallen. Unnötig Schaden gekriegt hier. Naja. Was soll's. Dass der da an mir vorbeischießen konnte, ist auch irgendwie ein bisschen wild. Komm, schieß nochmal. Aber hier rüber bitte. Okay. Das war dumm von mir. Da sind wieder die 10.000. Der eine ist irgendwie runtergefallen. Aua. Warum trinke ich da? Warum trinke ich da? Jetzt kann ich trinken. Ja. Oh oh, mein Tod. Ah, Mist. Schade, schade. Aber bin ich überhaupt nicht so wild gerade, weil ich gut bis hinkomme, auf dem Weg dahin auch noch Seelen sammle.
Dann bin ich kurz davor, dass die Gegner weg sind. Also, das ist hier. Das ist absolut in Ordnung. Ich wollte zwar nicht aktiv farmen, aber das ist ja kein aktives Farmen, sondern es passiert. Es passiert einfach. Bist du noch da? Du bist ja immer noch da. Selber schuld. Ach komm, wir saufen. Was soll's. Oh oh. Nee? Na? Nee? Okay. Er hat Angst. Definitiv Angst. Oh, wo kommt... Oh, was zum... Oh, 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 scheiße. 50.000 Seelen sind weg. Wo kam jetzt der von hinten wieder her? Einfach... Irgendwo random? Da waren immer zwei, die mich auf mich zugerannt sind. Jetzt kam plötzlich aus dem Nichts... Keine Ahnung. Hab ich echt einen vergessen? Habe ich einen vergessen? Leute, könnt ihr nicht auch mal aufpassen? Hä? Das war einfach Schikane. Jetzt ist der weg. Gut. Und wo der eine Typ herkommt, der hier sowieso immer hergerannt ist, keine Ahnung, wo der mittlerweile hin ist. Da kam ja immer noch einer mit dem einen an. Ja, ist gut, Jungs, ist es okay. Kommt einfach bitte hier rein und lasst euch nicht da ewig drum bitten. Oh, zu dritt. Macht nix. Wenn der eine Angst hat da hinten. Verstehe ich nicht. Och Mann, das ist jetzt. Das ist sehr, 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 sehr ärgerlich. Ich könnte schon wieder das Schimpfen anfangen wie ein Rohrspatz auf diesen einen Bastard, der da random von hinten plötzlich ankommt. So. Oh oh. Ja, ist gut. Wo kam der her? Da waren doch... Also, die zwei, die dort von vorne gekommen sind, die habe ich gekillt. Lauf auf die Brücke. Auf einmal steht einer hinter mir. Als ob der hinter mir gespawnt wäre erst. Als ob das Spiel irgendwie... den reingespawnt hätte oder so. Eieieiei. Da ist doch keiner mehr. Ist der Bogenboy mittlerweile weg? Nee, der steht da immer noch und will immer noch meinen... Aber dafür sind die beiden jetzt weg. Da oben fällt noch einer runter. Nee, das ist der, der da noch gefehlt hat. Ach, jetzt kommt noch einer von hinten. Jetzt kommen auf einmal zwei von dort. Hä?
Ja, ist ja okay. Pisse. Dieses auf einen zugezubbeln, ne? Ach Gott. Ihr seid die Besten. Ja, ist okay. Manchmal fallen sie dann da runter, manchmal kommen sie, manchmal nicht. Hey, der Bogenboy ist weg. Juhu, ein Nervsack weniger. So, was ist jetzt das? Warum, wo? Ach, die beiden sind auch weg, die von da hinten gekommen sind. Nee, jetzt. Hä, wo kommt der? Warum rennt der? Wie habe ich von dem Agro? Was zum Teufel? Irgendwo aus dem Nirgendwo, ey. Ach so, ja, die anderen beiden noch, die da noch kommen. Genau. Jetzt kannst du mich. Da konnte er mich treffen. Es ist so bescheuert. Hä? War das der Pfeil von dem hinten? Ich glaube, das war der Pfeil, ne? Und die Seelen schon wieder weg. Ist eh egal. Ganz seltsame Agros, die man hier teilweise zieht. Dann porten sich Gegner durch die Wände, wenn man wegschaut, kriegt Agro von Gegnern, die so weit wegstehen, dass keine Ahnung, wo da der Trigger ist und warum der da. Der kam nicht immer, der kam nur manchmal. Also. Sind die hier links hinter der Mauer irgendwo und rennen dann los, sobald ich hier dran vorbeilaufe, wahrscheinlich. Da ist einfach irgendwie. Ja, schade um die 50.000 Seelen. Schade, schade. Ach, da seid ihr ja beide. Ihr zwei. Oh ja, ich laufe eigentlich hauptsächlich. Ja, bin ich froh, wenn sie einfach weg sind.
Zum Glück, ey, das muss man ja wirklich mal sagen, zum Glück verschwinden die irgendwann. Weil ich wüsste jetzt gerade aktuell nicht, wo ich hingehen könnte, dass ich irgendwie ein Leuchtfeuer finde oder sowas. Boah. Ich trauere meinen Seelen nach. Ah. Ja, komm, bis der hier ist, habe ich dich doch sicherlich gekillt. Komm her. Können wir das... Wir tragen das jetzt da drüben aus. Weil der Bogenschütze, irgendeiner von irgendwelchen Bogenschützen von sonst woher, ballert hier nämlich schon auf mich. Die Bogenschützen von sonst woher. Jo. Ja, ist es ein Plan? Ist es keiner? Ich weiß es nicht, ob es ein Plan ist, da so viele zu pullen, einfach um der Geschwindigkeit wegen. Geschwindigkeit bedeutet, dass ich mehr Schaden bekomme. Für mich aktuell in meinem Skillset. Auf meinem Niveau. Komm her, du. So, jetzt dürfte doch langsam der von da hinten kommen, oder? Der kommt gar nicht. Habe ich ihn oft genug gekillt? Okay, die Gegner-KI ist auch wirklich. Okay, die kommen auch nicht mehr. Oh, cool. Dürfte nicht mehr allzu lang dauern. Nein, ich wollte ausweichen. Hat nicht ganz hingehauen. Ich wollte auch wieder. Ich habe B gedrückt. Die schlagen nur sehr schnell zu. Die fuchteln ihr Schwert aus der Scheide raus. Das ist so ein kleiner Fuchtel-Move. Der habe ich noch kein Timing für. Das ist, ja, habe ich jetzt bisher ja auch noch nicht gehabt, ne? Selten, das dritte, vierte Mal oder so. Einmal bitte Pfeil, nee. Pfeil bitte. Nicht Schwert, Pfeil. Ist mir wesentlich lieber. Danke.
Zerstörungsgroßpfeil. Ah, okay. Also, wir hüpfen mal hier rüber jetzt. Große Seele, rote Egelpastillen. Okay. Strange. Ich hab springen gedrückt. Ich habe es gedrückt, aber das war, ja, auf dem engen Raum war es mir fast klar, dass es nicht klappt. Ich hatte da schon so eine leise Ahnung, dass ich da runterfallen werde. Ja, mit den 50.000 Seelen hätte ich eigentlich auch einen Heimkehrknochen nehmen können, ne? Blöd. Naja. Ah ja, guck mal, er ist mittlerweile auch weg. Wie triggere ich jetzt die anderen beiden? Ah ja, guck mal, da kommen sie schon. Jo. 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 Wusa. Ey, irgendwie dachte ich so, ja, hier ein bisschen jetzt noch und dann gucken wir mal. Schlimmste ist, glaube ich, wirklich, dass dieses Spiel meint, es muss mir Leben abziehen nach jedem Tod. Das ist das... Uff. Das ist... Uff. Ja. Sucky, sucky. Oh, der steht weiter vorne jetzt. Gerade gesehen, dass der zweite Bogenschütze meinte, er müsste sich weiter vorne platzieren. Dann bekämpfen wir uns in meinem bescheidenen Heim. Mitten zwischen wütenden Flammen. Und hoffentlich habe ich euch auch bald oft genug gekillt. Wo kommen die überhaupt her? Wait. Das finde ich jetzt nicht so geil, dass du da so nah dran stehst. Ha. Naja. Nee. Okay, also da haben wir den Loot mitgenommen. Ich glaube, dann probiere ich jetzt mal kurz hier runter zu hüpfen. Fossiler Drachenknochen. Was ist das hier? Ach, hier komme ich hier nach oben. Okay, hier waren die anderen beiden, die da immer auf mich runtergefallen sind. Und eine Kiste. Ein Zweihänder. Und warum auch immer, ja, benutze ich halt mal, aber keine Ahnung. Wasser. Wait. Lol, das ist eine Heilquelle. Das hat mich gerade super schnell geheilt. Okay, witzig. Und in diesem Giftding, als ich die das erste Mal gesehen habe, hat die halt nicht geheilt, weil sie dann giftig war. Oh Mann! Haha, witzig. Sehr, sehr witzig.
uncool. Ah, das macht mir schon leichten Schaden, wenn ich hier bei dem bin. Alles klar. Wenn ich so nah an ihm dran bin. Packe ich ein wenig ab. Und jetzt wahrscheinlich mehr, würde ich vermuten. Ah, ja, diesmal war es der andere Schlag, unter dem ich nicht durchtauchen konnte. Verstehe, verstehe. Verstehe, verstehe. So, jetzt ist die Frage, benutze ich jetzt schon eine Menschlichkeit oder habe ich noch zu viel Respekt vor den Bogenboys? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen zu viel Respekt vor den Bogenboys. Erst wenn die zwei nicht mehr kommen, die von hinten, da wo ich jetzt die Heilquelle aktiviert habe, erst wenn die beiden nicht mehr kommen, dann werde ich es, glaube ich, mit Menschlichkeit machen. Steht ihr noch da oben drauf? Yep, tut ihr. Und ihr seid auf dem Weg. Beide? Ja, beide. Ach, wunderbar. Ich liebe es, wenn dein Kumpel in die Lava fällt. Okay. Der andere macht mir hier mit seinem Pfeil weniger Schaden, wenn ich in der Animation bin, aber nicht null. Okay. Hallöchen. Ach ja, ja, ist ja gut. Ich verstehe an dieser Stelle nicht, warum der eine Schlag, obwohl ich da ausweiche, dass den Schaden, dass ich den nehmen muss, wie groß da die Hitbox des Schwertes sein muss. Boah, sehr, sehr nervig an der Stelle. Aber ja, sonst wäre er zu leicht tatsächlich. Also wenn ich den Schaden von dem ersten Vorhandschwung, den er macht, wenn ich den, also wenn er diese zwei Schwünge macht vom Vorhandschwung, wenn ich den Schaden nicht nehmen würde durch die Rolle, aber er macht mir trotzdem Schaden, trotz auch wenn ich da eine Rolle durchmache. Achso, warte mal, seid ihr beiden noch da? Ja, ihr seid noch da. Oh, der Bogenschütze kam vor. Okay, na gut, dann gehen wir wieder ins Heimelige. Nicht runterfallen, bitte. Danke.
Hier, den. Da zieht er das Schwert irgendwie durch den Boden durch. Und das. Hier, das. Das macht das für. Na. Da bin ich mir noch nicht sicher, wo soll ich dahin ausweichen? Kann ich durch seine Beine durchrollen? Das wäre perfekt. Das wäre natürlich sehr nice, wenn ich durch seine Beine rollen kann, aber ich, weiß ich nicht. Ich probier's. Mal gucken, vielleicht geht's ja. Bestimmt ist das auch irgendwie das falsche Leuchtfeuer und vielleicht kommt man da erst normalerweise von der anderen Seite. Nee, das macht auch keinen Sinn. Dass ich von der anderen Seite an den Gegner hinkomme. Aber wahrscheinlich ist es so, dass man hier gerade auslaufen soll, dann den Ofen irgendwie sich was besorgen soll, dass man nicht so viel Hitzeschaden kriegt. Dann durch den Ofen gehen, den zweiten Hebel bedienen. Yep, so habe ich es am liebsten. Ah, jetzt habe ich die falsche Axt drin. Hellebarde natürlich. Nach rechts ausweichen ist es irgendwie auch nicht. Aber auf ihn zurollen ging. Nee, naja, wenn er von oben natürlich haut, dann eher nicht. Aber den Schlag, den kann ich eigentlich. Schon wieder aus dem Fokus verloren. Seltsame Nummer hier alles. Autschi. Oh, hoppla, das ist neu. Okay. Das war neu, das habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte schon so, sein Schwert, das brutzelt jetzt aber ganz schön. Oh ja, mei. Macht halt ein bisschen mehr Schaden jetzt wahrscheinlich, aber dass er eine fette Feuerkugel nach vorne schießt oder eine Feuer... was auch immer. Feuersäule oder wie ihr es nennen wollt. Damit habe ich nicht gerechnet in dem Moment. War sicherlich auch unschwer zu erkennen. Ihr seid immer noch beide am Leben, Mensch. Jungs. Und auf einmal hat der Bogenschütze links keine Lust mehr auf mich. Ach, er ist der geilste, ne? Okay. Okay. Das war schon von Anfang an rigged gerade. keine Ahnung, warum da jetzt der Backstab irgendwie dann nicht funktioniert hat. Ich weiß es nicht.
wahrscheinlich stand ich nicht perfekt hinter ihm. An der falschen Stelle hinter ihm oder wie auch immer. Wahrscheinlich wird mir Dark Souls 3 dann einfach zu leicht sein. Mir ist es wahrscheinlich einfach zu leicht. Ihr beiden, komm. Noch nicht? Jetzt? Der reagiert noch nicht auf mich und der kommt. Ja, gut. Warum auch immer jetzt der nicht mehr reagiert? Sepp, grüß dich. Schön, dass du da bist. Und mit dieser Weisheit aus dem Chat beenden wir eine Folge. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.